liebe Leute, ich bin's wieder, euer Crush4freak89, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, wir befinden uns jetzt aktuell nicht beim Todesberg, weil ich beschlossen habe, erstmals noch nach der letzten Erinnerung Ausschau zu halten. Und während ich mich offscreen noch ein paar Vorbereitungen betroffen habe, unter anderem ein paar Herzcontainer zu sammeln, ist mir doch tatsächlich hier ein ähnliches Bild aufgefallen, wie schon vom Bilder aus der letzten Erinnerung. Und, aber dieses Mal mache ich das jetzt nicht alleine, denn, wie ihr schon im Titel lesen könnt, ich habe gleich zwei Gäste bei mir. Sagt Hallo! Moin Moin! Hi, was geht? Ja, wir sind heute hier, weil wir festgestellt haben oder feststellen mussten, dass Chris einfach langweilig ist und wir müssen ihm, dem armen Jungen, mal ein bisschen helfen. Deswegen haben wir tendenziell gesagt, komm, wir helfen jetzt dem armen Dude mal, dass es mal unterhaltsamer wird und ja, natürlich machen wir es so für die Pro-Beziehung. Ich würde mich jetzt selber nicht unbedingt als unterhaltsam empfinden. Du bist unterhaltsam genug. Okay. Das passt schon. Okay. Ich meine, Henry ist unterhaltsam, aber du schon. Okay. So, und jetzt schauen wir mal, es müsste eigentlich hier irgendwo dann die Erinnerung sein. Am besten zeige ich euch auch nochmal das Bild, was ich meine. Wow, sieht interessant aus. Ja. Stabil. Allesamt alte Wächter. Also könnte es sein, dass wir hier... Oh oh. Sind die Erinnerungen alles Wächter oder? Nein, das sind. Es ist halt nur. Es sind halt in dem Bild nur alte Wächter zu sehen gewesen. Aber leider Gottes, der lebt noch! Ui, Alter, der sieht geil aus. Komm, schlacht ihn ab. So. Ach, wenn man bedenkt, wie ich am Anfang des Spiels sie noch gefürchtet habe. Das waren noch Zeiten. Gute alte Zeiten. Es gab einige, die sind direkt in der ersten Phase auf den solchen Viechern gestorben. Huste, Eisbro! Okay. Eisbro? Er hat die ganze Zeit mit dem Typen angelegt, er dachte so, ja, das kriege ich hin. Nee, ist glaube ich 3-4 Mal gestorben. Eisberg? Oh ja. Kann man versuchen, ne? Einfach mal OP-Gegner umzubringen. Klappt doch bestimmt irgendwo. Ja, man hat ja die freie Entscheidung bei diesem Spiel. So, jetzt muss ich aber... Ich glaube, da hinten. Noch eine weitere Schraube locker hier. Ja, wir haben auch eine Schraube locker. Danke, dass du es mal erwähnt hast. Ja, danke. Müsste dann irgendwo ein Glitzern auftauchen. Oder ein Leuchten, besser gesagt. Moment mal, müssen wir nochmal vergleichen, ganz schnell. Wenn man das hier von der Position sieht, das muss auf jeden Fall in der Nähe von... Fluss sein? Ist natürlich schwierig. Genaue Position zu finden. Ah, Moment, das könnte es schon sein. So viele antike Schrauben locker. Ja, da gehen wir wieder zurück zum Stall. Und lauter Wildpferde. Das sind aber ganz schön viele. Komm, lass Pferd klauen. Ich habe schon so viele Pferde. Man kann nicht genug haben, ne? Ja. Eigentlich nicht. Das ist echt... Ist halt blöd, dass ich kein genaueres Bild kriegen konnte. Ich musste mir auch eins... Hätte schießen. Im Internet nachfragen können. Naja, wenn man sich ein Bild schießt, dann... Ja, sieht das nochmal nicht so gut aus, so. Naja, immerhin kriegen wir mal einen kleinen Schatz. Mit einem Tierschild, aber das hat einen ganz schön hohen Wert. Ja, dann tun wir das dafür weg. Der schmeißt einfach irgendwelche Sachen wieder weg, Alter, so eine Umweltverschmutzung. Die verschwinden ja, wie durch Magie. Da brauchst du keine Sorgen wegen Umweltverschmutzung machen. Mit der Zeit verschwinden die wie durch Magie. Aber... Übrigens, so denkt auch die CDU. Ah ja.
erwähnen wir sie lieber nicht. Naja. Was denn, du bist Österreicher, das ist ja ähnlich. Wir geben denen trotzdem keine Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Gut, da hast du recht, da hast du auch recht. Wo zum Fick ist jetzt hier die Erinnerung? Weil die, wenn man das doch genau, wenn man das hier so sieht. Sieht genau eigentlich danach aus, als wäre das hier ungefähr. Auf jeden Fall bei diesem Wächterfriedhof, sagen wir es mal so, weil die meisten sind ja hier schon im Eimer. Eimer. Oh, Moment, ich sehe da was. Da! Da ist die Erinnerung. Prinzessin, seid ihr wohl auf? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Bringt diesen Mann so schnell wie möglich zum Schrein des Lebens. Beeilt euch, bevor sein Lebenslicht für alle Zeiten erlischt. Die Zeit, die wir vor 100 Jahren miteinander verbrachten, du hast nun alle Erinnerungen an jene Tage zurückerlangt. Ich warte auf dich. Hier in Schloss Hyrule warte ich auf den Tag, an dem du die Verheerung Ganon aus unserer Welt verbannen wirst. Und damit haben wir sie alle! So, Zeit für eine Boss zu reiten. Können wir uns mal darüber unterhalten, dass Zelda voll geil in dem Spiel aussieht? Ja, schon. Also jetzt nicht so auf dieses geil, so dass sie gut gemacht aussieht, sondern naja. Der Cell-Shading-Look? Einfach alles. Okay, okay. So, jetzt frage ich mich, sollten wir... Alle 13 sind ja nicht.
so schnell wie möglich retten. Naja, noch nicht ganz. Es gibt noch eine Sache, die wir erledigen müssen vor dem Finale, und zwar der letzte Titan, der sich ja im Todesberg befindet. Dazu müssen wir uns aber auch, dafür müssen wir uns auch anders anziehen, als wir jetzt gerade sind. Also, so, sieht doch perfekt aus. Der Todesberg ist ein Vulkan. Und du weißt, was beim Vulkan für Probleme auftreten könnten? Scheißegal! Komm schon, Alter, mit Startausrüstung einfach da durch den Berg gehen und alle niedermetzeln, das reicht doch. Ja, und dabei langsam aber sicher das Leben verlieren. Na klar, du wirst es schaffen, du bist doch Berufskiller, also, du kriegst doch alles hin. Ja, wenn ich ständig meine ganzen Heil-Items dafür aufbrauchen muss. Es ist viel zu heiß für diese Ausrüstung hier. Und mit diesen, will sagen, Panzerrüstung oder wie man es auch immer bezeichnen will. Ja, da gibt es diese Probleme nicht. Ist deine Rüstung nicht vom Nachteil? Ich meine, dir wird aber heiß, irgendwann schwitzt du und dann kippt er um vor Überhitzung. Ja, und dabei soll es Überhitzung eigentlich vermeiden, diese Rüstung hier. Wenn man so betrachtet, weil wenn man das so sieht. Aber ja, das ist halt ein Hitzeschutz eigentlich. Naja. Jedenfalls wird es Zeit, dass wir jetzt in Goronia jedenfalls wird es Zeit, dass wir den Chef, mit dem Chef dort ein Schwätzchen abhalten. Warum reden wir mit dem Chef? Können wir einfach den Titan einfach umbringen? Das wäre doch eigentlich das Easyste. So einfach kommen wir da nicht hin. Da gibt es schon Voraussetzungen dafür. Nicht nie. Hat doch gar keinen Sinn, Alter. Das ist ein Titan. Lass doch die Leute einfach durch. Wenn sie sterben wollen, dann sollen sie sterben. Wir lassen doch keinen sterben hier. Nicht noch mehr nach der Verehrung. Übernachtungen? Nein, danke. Ich bin fit genug. Ja, wo war denn nochmal unser Chef, ey? Der war hier auf jeden Fall, der saß da. Er ist ganz da, da ist er! Hallo? Wer möchte ihn gerne synchronisieren? Also vorlesen. Machen wir mal sein, du, er hat die männlichste Stimme hier. Okay. Sei verflucht, Rodania. Was ist los? Seit Rodania sich hier herumtreibt, ist es mit den Ausbrüchen des Todesberges schlimmer geworden. Er redet vom Titanen. Rodania ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll. Aber jetzt... Jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Ork! Vorsicht, bricht dir nicht den Rücken! Oh, aua, au! Alter Gott! Alles in Ordnung? Ah, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin Wiedersehen. Nein, ich bin ein Reisender. Aha, du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen. Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goronen, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Heißt es nicht eher, dass er sie noch mehr zum Weinen bringt? Okay. Ich wollte Rodania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Das nennt man alt werden. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Yunobo? Der junge Yunobo. Geht mir bei Rodania ein bisschen zur Hand. Wahrscheinlich nicht nur bei Rodania. Er sollte in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück.
Typisch. Bestimmt trödelt er wieder irgendwo herum. Wenn du Yunobu siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Urk! Ach, au, au, au. Oh meine Güte, das ist echt schlimm. Keine Sorge. Okay. Alter, wird immer schlimm. Ups! ich mach kein machen Laberbart. Das ja, ja, er wird überleben. Also Sekunde später, Chris zeigt erstmal, wie Überleben funktioniert. Ja, Mann. Eigentlich wollte ich hier die Luftströmung nutzen hier. Ein bisschen. Aber Überleben hat gut funktioniert, würde ich sagen. Vor allem in der Richtung hier, da müssen wir hin. Da wollte ich mal den direkten Weg nehmen, aber ich schätze mal, ich muss das auf Umwegen machen. Hätte ich dich besser hinbekommen. Nee, bestimmt nicht. Was soll das jetzt wieder heißen? Na, was ist? Klettere Suki doch, Ruhe Mann! Sukiru ist skilllos? Was? Wofür steht denn das Sukiru? Okay. Ich habe Skill gegensatz zu einem gewissen Henry. Ja, Henry, das reicht mir schon. Für scheiß Gameplay. Ja? Für Faulheit. So ziemlich? Oh Mann, wie weit ist denn das noch nach oben hier? Uff. Für Fame. Okay. So, jetzt haben wir endlich mal einen anständigen Weg. Ich wollte halt ein bisschen abkürzen. Und sterben. Ja. So schaut's wohl aus. So, aber wir sind gleich da. Wie wär's, können wir einfach mal vom Berg mal runter, vom Vulkan mal runterhupen? Ist so richtig mit einem Sprung runter die Lava. Es soll richtig cool sein, ja. Ja, allerdings. So, da sind wir. Die Nordmine. Und wo ist die Südmine? die ist natürlich im Süden. Ja, gibt's die überhaupt? Das ist die Frage. So. Was ist das jetzt? Achso, ein Eisenhammer. Braucht man nicht. So, bist du der... Nein, bist du nicht. So, das spricht jetzt Suki. Oh ja, 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 das war mir klar, dass ich jetzt sage, aber ich war schon darauf vorbereitet. Ui, 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 ja, also heute, ja. Heute kommen hier aber echt viele Leute vorbei. Meine Stimme war, sorry. So, jetzt geht's wieder. Wenn man hier weitergeht, wird die Brandgefahr immer größer. Schön, ne? Außerdem gibt's da jede Menge Monster. Kennst du Yunobu? Also, ich kenne dich schon mal nicht, ja? Wieso kennst du Yunobu? Weil der Chef nach ihm sucht. Was? Der Chef sucht nach ihm? Ja? Dann sag ich dir besser wirklich mal, wo Yunobu ist. Das gibt's noch Ärger für mich. Ich will nicht gekündigt werden. Ich will einen Stundenlohn von 3 Euro beibehalten. Ja, genau, so ist es am besten. 1 Euro geht auch. Yo, Alter. Mindestens das Schreiten, Alter. Das ist geil. Deutschland am Arsch. Alter, Hyrule im Arsch. Also, Yunobu, ja? Der wollte Schmerzmittel holen. Er ist zum Speicher gegangen. Aber stimmt, jetzt ist er schon eine ganze Weile dort. Seit 5 Minuten. Okay. Hier ist es wirklich sehr gefährlich. Also solltest du besser nicht nach ihm suchen. Ja, du siehst echt extrem schwach aus. Aha. Willst du sonst noch irgendwas von mir? Danke, nein. Ja, geh lieber weg. Ich glaube, ich habe den Assistent-Track synchronisiert aller Zeiten. Ja. Brandgefahr extrem, ja, dafür kein Zutritt für Unbefugte, ja, dafür haben wir auch die Rüstung hier. Access denied! Ach je. Auch noch kann ihr. Kann man den Access denied Monitor hier irgendwo hinstellen? Uff, deswegen auf Brandgefahr. Na, wartet. Uff! Au! Okay? Ich hab gehört, du wirst brennen. Na, wartet. Am besten jetzt! Okay, das one-shottet die. Eispfeile bei Feuerexalfossen.
Das hilft! Ja. Wem wundert's? Da kommt wieder mal mehr oder weniger eine Pokémon-Regel hinzu. So. Und die Xalfo-Schwänze. Oh, Schwänze Rot brauche ich ohnehin für eine Verrüstungsverbesserung. So, aber wie komme ich denn jetzt? Einfach durch die Lava schwimmen. Kann ich ja nicht, selbst mit der Rüstung. Ich dachte, die Rüstung ist hier gut gegen Hitze und Feuer. Ja, aber nicht gegen Lava. Was ist denn das? Ist auch Hitze. Ja, genau, Marcello. Nicht so Spiellogik. Das ist... Ah, das ist also eins der Kanonen. Schrecklich, immer diese Videospiele. Ja. Damit ich spiele gute Spiele. Hey, Moment mal, wenn ich da jetzt eine Bombe reinlege, dann schieße ich doch... Dann legst du da eine Bombe rein. Genau. Vorher mal... One-shotten wir mal den ganz schnell, dass der uns nicht stört. Du sollst das Ding ablegen und nicht werfen. So, nochmal. Da. Das Spiel echt so, erstmal Rüstung ablegen, dann lege ich die Bombe ab. So, und Kanone geladen. Feuer! Tatsächlich, das funktioniert hier. Aber was habe ich damit jetzt? Kann man die irgendwie noch ausrichten? Stimmt, musst du nur mal gucken, Alter. Nö, mit dem Magnetmodul, das Stasismodul geht nix. Ach, ich weiß nicht, ob ich mich damit selbst auch abfeuern kann, aber ich glaube, menschliche Kanone gibt's da nicht. Probier's doch mal aus, klatsch doch mal gegen die Wand. Ich glaube, das möchte ich lieber nicht erfahren, das wäre viel zu schmerzhaft. Safe State? Ja, okay, kann man machen. Okay, aber ich muss einen anderen Weg finden. Spielst du im Emulator, spielst du nicht an der Originalkonsole oder was? Ich spiele es immer noch auf der Wii U. Du hast deine Wii U, Alter? Ich dachte, hast du dich deine Wii U mal verkauft oder bin ich jetzt so ein bisschen bescheuert? Ich brauche die noch für meine ganzen Wii Virtual Console Titel und einige. Au! Einige Wii U Exklusiv Titel. Warum sollte ich das verkaufen? Keine Ahnung, wenn ich unser Spiel wie Sonic Boom verkaufst. Ja, das Spiel ist auch scheiße. Sagst du einmal nicht kastriert. Ja, sorry, ich sag nur die Wahrheit. Jetzt reizt mir mit euch! Und manchmal stimmt die Wahrheit selbst nicht. So. Ah, ja. Bleiben wir bei den Fakten. Junge, du hast echt Teufellachen, ey. Also ich? Real Talk. Ja. Okay. Hast du das Lachen von dem Teufel. Hast du beim letzten Mal so hier festgestellt, ne? Ja. Oh Mann. Kannst du dich da. Man kann es nicht oft genug feststellen. So, jetzt reicht's mir. Das reicht's mir, ja. Jetzt kriege ich euch. Warte mal, das. Halt, stopp! Es ist alles so, wie es ist! Halt, stopp! So, und tschüss! Ich liebe die Eispfeile hier. Warum hast du die abgeknallt? Der hat geschrien, halt, stopp! Aber dafür sind die Materialien jetzt verbrannt. Ich hasse das. Man hat da wirklich. Du hast ja mit Unschuldigs umgebracht. Der hat geschrien, halt, stopp! Der wollte kämpfen und du bringst einfach um, Alter. Also, der wollte mit seinem Pfahl auf mich schießen. Ich habe mich nur selbst verteidigt. Pfeil oder Pfahl? Ein Pfahl sieht ein bisschen anders aus. Okay. Das ist ein riesiges Holzding. Okay. Upp. Moment mal. Das Steinsalz hole ich mir noch. Ich möchte was kochen. Oh Gott, ich dachte jetzt gerade, du bist Steins jetzt hier um deine Kräfte, also, der macht sich zu OP. Wenn du was kochen willst, kannst du auch das Salz von mir haben, wenn ich Rocket League spiele. Okay. Da produziere ich genug Salz. Ich glaube fast, dass die Kanone erst später notwendig sind. Oder wir fragen den Gott des Salzes. Jetzt reicht's mal. Schluss mit eurem dämlichen Pfeil hier. Aber findest du gerade? Du hässlicher Cheater. Auf Cheaten! Ich cheate gar nicht, ich nutze nur ein Element des Spiels. Ein offizielles. Cheat-Engine ausmachen. Oh Mann. Ja, bei der Bio kann man ja cheaten, ne? Man kann ja auch hier einfach hier Homebrew einspielen. Braucht man ja nicht bei Routen oder so. Geht ganz easy. Browser-Hack. Ist halt wirklich zu easy. Ja, ich habe auch mal die Bio mal gehackt, aber nur um die Bio-Daten abzukopieren.
gesprochen. Ja, ich glaube, das muss ich ja auch machen, wenn ich New Super Mario Bros. Wii oder New Super Mario Bros. U, glaube ich, geht auch über die Wii U. Ich weiß es gerade nicht. Ja. So. Schloss mit dir. Ah, ein Schrein in der Nähe, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich glaube, ich lasse jetzt diese Schreine lieber sein. Ey! Ach, da ist schon wieder das nächste verbrannt. Ey. Ich sag dir, Matteo, er sagt jetzt, ich lasse die Schreine sein. Zwei Parts später, ich mache die Schreine. Nein, ich habe schon, ich habe jetzt genug Herzen. Voll die Ausdauer ist schon auf dem Maximum. Da passt das schon. Ja, ich glaube, du wirst es trotzdem machen, weil 100% und so. Nein, mache ich nicht. Oh, danke. Das sagen sie alle und dann machen sie es wirklich. Nein, ich mache wirklich keine 100%. Die 100% sind, soweit ich gehört habe, von anderen scheiße. Also, lieber nicht. So, und jetzt... Ja, du willst... Stimmt, du willst keinen Scheißhaufen haben, Scheißhaufen? Wieso? Martin, du kennst ja die 100% Belohnung ja schon, oder? Und? Soll ich sagen? Es ist eigentlich richtig dumm. Ich kenne... ich hab BioTV selber noch nicht gezockt. Ich hab's im Internet gesehen, wie sie auch einige Let's Player dann darüber aufgeregt haben, vor allem Bekannte. Nachdem sie es dann geschafft haben. Okay. Chris, ja, ich versuch dir zu helfen, aber was ist da los? Ich krieg das nicht auf! Brauchst du Kanone? Anscheinend. Aber wie kann ich die dann ausrichten? Oder geht das, wenn ich hier hinschieße? Ich probier's mal, da ist eh eine in der Nähe. Also Chris, um mal zurückzukommen, darf ich sagen, was die 100% Belohnung ist? Ja, hau aus. Ja, da ich ohne die 100% nicht spiele. Ja, es ist ein goldener Scheißhaufen. Und was macht er? Nichts. Golden sein. Es ist einfach, um einen Vergleich zu bringen, das glaube ich, da versteht man es ganz einfach. Du kennst den New Super Bros. 2. Ja, oh nein, das? Das war genau das gleiche. Das darf nicht wahr sein, Nintendo macht auch mal diese Scheiße. Ja. Guck dir mal Nintendo an, wir sind ja wieder alle, die es gezeigt so. Meine Lebenszeit verschwendet schon wieder. Mal wieder. Ich will die stundenverschwendete Lebenszeit wieder haben, bitte! Wobei, bei dir kann ich mir vorstellen, dass es dich nicht juckt, weil du verschwendest eh deine Lebenszeit nur noch für YouTube. Nein, nicht unbedingt. Ich habe auch einen eigenen Job und Familie und alles. Verdammt, wie aber kann ich denn die Kanone ausrichten? Also, das passt auf jeden Fall nicht. Schieb die Scheiße einfach. Nö, die lässt sich nicht verschieben. Oder vielleicht ist noch eine andere Kanone, die direkt hinzielt. Nee, es muss die sein. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die kann man gar nicht verschieben hier. Was zum Frick nochmal? Moment. Nee. Ja, wie kann man denn bestimmt die Kanone schieben? Man muss es nur rausfinden, wie. Anscheinend nicht. Da muss ich eine Kanone finden, die direkt an die Stelle ausgerichtet ist. Vielleicht muss ich hier wirklich diese Monsterbasis erstmal schnell auseinandernehmen. So, mach auf da. Ein Königsbogen. Habe ich da irgendwo einen schwachen Bogen, den ich dem... Nein. Nee. Ich habe wirklich bereits die besten Bögen des ganzen Spiels bei mir, also... Nein, danke. Hallo und tschüss. Au! Der hat mir tatsächlich noch eine gegeben. Respekt. Wer es selber macht. Da oben ist noch einer. Ich hoffe, es gibt nicht gerade die Kanone zu bewegen. Ja. Es gibt da einen Hebel rechts bei der Kanone und da musst du da voll dagegen hauen mit einer Waffe. Ach so? So einfach ist das? Ich lese gerade im Internet für dich nach, Junge, damit du das irgendwie hinkriegst. Naja, dafür hat man ja auch. Okay, dann muss ich aber jetzt. Dafür hat man Google. Ja, genau. Also vielleicht nicht nur dafür, aber. So, dann ja, zurück zur Kanone. Na, man kann Kufa wirklich benutzen. Wofür Handkiss benutzt, wissen wir ja alle miteinander. Ja. Ruck. Ach, wenn ich bloß die Kletterrüstung anlegen könnte, aber geht da nicht, weil es zu heiß ist. Weißt du, was da witzig wäre, Matendo? Wenn mal. Ich hab.
Dann ja, muss ich, ja. Oder du musst dagegenhauen und musst das dann nochmal dagegenhauen, damit es stoppt. Also, wisst ihr, wenn, okay. Henry mal in dem Sinne, ob er im Stream seine Händlersammlung zeigt, so wie es Ansem damals vor vielen Jahren geschafft hat, in einem Stream. Das wäre so eine Lachshow, Alter. Aber es bewegt sich immer noch weiter. Ich muss also. Ja, okay, ich verstehe schon. Das ist auch mit Timing verbunden. Alles klar. Jetzt werfe ich schon wieder statt, dass ich es. Okay, du wirfst ja gerne Bomben. Hat nicht, ne? Nur was, es hat nicht nur was mit Timing, sondern auch mit Zielen zu tun. Ich weiß. So. Okay. Jetzt dann erst zünden, wenn die Position stimmt. Okay, Achtung, fertig. Los und zack! Na, fast. Nur ein kleines Stückchen. Aber fast heißt eben nicht. So. Okay, ein Glück, dass es hier unendlich Munition drin ist. So. Ja, das ist total unlogisch, ne? Ja, Nintendo. Auch wieder zu früh. Ja. Mach einfach damit zu spät. Ich glaube, Ego-Shooter werden nichts für dich. Ich spiele aber Splatoon und trotzdem bin ich da ganz erfolgreich. Ja gut. Ja, das weiß ich nicht. Das haben wir nie ausgetestet. So, jetzt aber. Ja! Treffer versenkt. Haben wir auch mal gegeneinander gespielt? Ich glaube noch nicht. Ui. Siehste, ich weiß nicht, wie dein Talent ist. Ich glaube, ich würde dich ja eh hops nehmen. Wir können es mal ausprobieren. Splatoon 2, 101. Ich hau dich auseinander. Okay. Aber Tendo darf zuschauen. Okay. Yay. So. Okay, liebe Leute, wir haben unseren Weg hier geebnet. Aber wir werden mit unserem Kumpel hier im nächsten Part reden. Und dann endlich auch ab dem nächsten Part den Titanen herausfordern. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, dann bestimmt mit einem Daumen nach oben. Kommentar nicht vergessen und abonniert zudem noch meine beiden Collab-Partner hier, Matendo und Chaos Emerald 95. Also danke für eure Aufmerksamkeit und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush von Effect D9. Ja. Ciao. Ja. Ciao. Also auf Wiedersehen und tschüss und abonniert deren Kanäle. Ciao. Nein.